Ausgabe von Genial daneben, denn seit gestern laufen wir ja zweimal. Freitagabend können Sie gucken um 20.15 Uhr und heute. Und Sie sehen nicht das Gleiche von gestern, ist es ganz anders. Es sind doch ganz andere Menschen heute Abend hier. Also bis auf Frau von Sinnen und der Hoeker. Rechts außen. Ich bin positiv eingestimmt. Ja, gut. In der Hoffnung, dass die anderen Hoeker heute so platt machen, dass er nicht wieder alles weiß. Beginne ich von vorne. Ich meine, Helge ist schon wieder sehr konzentriert, hat auch einen Apfel mit. Helge hat eine sehr schöne Kappe, auch mit Portugal 2004. Die zieht er manchmal auf, dann wird man seine Augen nicht sehen. Dann zieht er sie wieder ab, dann können wir den schönen Mann sehen. Genau. Und er hat sich Wegzehrung. Finde ich gut. Ein Äpfelchen. Ein Schneewittchen-Äpfelchen. Ja, ja. Ist gut fürs Gehirn. Ja. Ja. Wenn ihr mal beißen wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Na, Oliver, Dieter. Nein. Das ist gar keine Wiederholung jetzt. Das ist keine Wiederholung. Ich sag's dir auch noch mal. Ich habe den Text von gestern auswendig gelernt. Sowas Blödes. Ich möchte eine Frage am Anfang direkt an Bernhard Hoeker richten. Ich nicht, sondern Jörg Seidel. Er wohnt in Hönow, das liegt in Brandenburg. Und Jörg möchte wissen, was ist dein Reinigungszwerg? Das ist zu einfach. Dieser nur weiß es. Das ist der kleine Bruder vom weißen Riesen. Ja? Ja, das ist, wenn Herr Hoekers Frau Hausputz macht und er auch den Feudel in der Hand nimmt, oder, Herr Hoeker? Frag mal deine Frau, ob die den Herrn da kennt. Ne? Also, sie muss von dir erzählt haben. Also Reinigungszwerg. Ja, es gibt ja Fruchtzwerge. Ja. Und was könnte ein Reinigungszwerg sein? Das ist die Frage. Das ist so einer, der im Stehen unterm Schrank putzen kann. Ja, so einer, der halt sehr gut in die Ecken kommt, so, ne? Und, auch, und aufrecht unter der Heizung wischt, sozusagen. Also ich möchte jetzt mal mit der Diskriminierung hier aufhören und ich möchte mal in lösen. Das... Ich meine, die Deutschen, die lieben ja Gartenzwerge und so, wie es den bei Schlümpfen ja auch den Skischlumpf und den Malschlumpf gibt. Und den Krückenschlumpf, der immer anfängt. Richtig. Gibt es bei den Zwergen auch einen Reinigungsschlumpf? Das ist ein Schlumpf, der kommt immer auf den Platz, wo vorher ein anderer Schlumpf gestanden hat. Die müssen ja so lange da stehen, dass sie nicht mehr einhalten können. Dann läuft Pipi raus und der macht das dann weg. Ich persönlich wäre jetzt in einem Reinigungsunternehmen oder bei Kanalarbeitern. Ich denke mal, es gibt große Rohre und sehr kleine Rohre. Und es gibt Dinge, um Rohre zu reinigen, was immer das sein könnte. Und ein Reinigungszwerg ist vielleicht eine ganz kleine Bürste, die an einem Apparat angeschlossen wird. Und die würde, glaube ich, eher kleine Reinigungsbürste heißen. Ja, aber es ist so niedlicher, wenn man sagt, gib mal den Reinigungszwerg. Ja, was könnte es denn sein, Reinigungszwerg? Gut, wir sind in einer Reinigung. Wie wär's? Wir sind in einer Reinigung. Warum? Ja. Ja, gute Frage. Warum? Na, warum? Ja, warum? Ich würde sagen, das ist einfach ein Reinigungsbesitzer aus Bottrop, Reinigung Zwerg. Ich glaube, es hat überhaupt nichts mit Reinigung zu tun. Nee? Ach, Sie meinen, der heißt Zwerg und hat eine Spezialreinigung für Untergrößen sozusagen. Ja. Also einfach nur, wo kleine Leute hingehen, kostet auch nur die Hälfte. Ich meine, das wäre doch eigentlich praktisch. Aber ich glaube, es kommt aus der Ölindustrie. Ja. Und zwar zum Reinigen von Pipelines, die ja nicht besonders groß sind, braucht man elektronisch-digital computergesteuerte Roboter, die du bist sehr da klein auch jahrelang sind. Durchgelaufen. Wo ist Hoeker? Ah, ist wieder in der Pipeline. Oh. Soll ich sagen? Ja. Reinigungszwerg ist ein Begriff aus dem Bergbau. Und zwar gegen Ende der 60er Jahre, Anfang 70er Jahre. Nein, das hat eigentlich gar nichts mit Zwergen zu tun, sondern nur mit der... Wer als erster... Nee, wie geht das? Ja. Nee, ich muss noch mal überlegen. Okay. Also, ja. Zahnarzt. Es gibt doch jetzt so schöne Kaugummis auch, dass man den pH-Wert im Mund nach einem Essen... Den pH-Wert? Ach, den pH-Wert. Und dann ein Reinigungszwerg. Ja, und so ein Riese ist vielleicht einfach ein Zwerg, sozusagen, um die Zähne oder zu reinigen. Oder so, genau. Ja. Wir sind im Riesenland. Im Riesengebirge und da
schiebt man sich mal einen Zwerg. Ich glaube, ich weiß. Als Zahnseide, genau. Riesen die Zwerge als Zahnseide benutzen. Hat mit Zähnen zu tun, ne? Nein. Nicht. Aber mit Reinigung, nicht mit Zähnen zu tun. Aha. Hat das mit Reinigung zu tun? Schon, ja. Ah, vielleicht ist es. Ah, aber Zähne reinigen. Es gibt doch diese Putzerfische. Beziehungsweise es gibt auch Vögel, die reinigen. Ist eine Vogelart. Und zwar reinigt die bei Krokodilen die Zähne. Die sind klein, krabbeln ins Maul und picken die Reste aus dem Mund raus. Und haben eine Mütze auf. Und. Haben eine Mütze auf. Dieter, sehr nett von dir. Dankeschön. Aber Mütze ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht können wir uns irgendwas vorstellen, was eine, in der Form mit Mütze, was zur Reinigung sein können. Reinigungswaschanlage. Eine Putzfrau mit Mütze. Autowaschanlage? Nein, ist das eine, damit, ist das eine spezielle Bürste? Nee, dann wäre das ja schon gelöst. Das ist ja Quatsch. Ja. Also eher nicht. Ein Schwamm. Eher nicht. Auch ein nicht. Aufsatz. Ein Lappen. Ein Lebewesen. Also ist ja jetzt meine Frage. Sind wir wieder in der Tierwelt im Mittelalter? Also irgendwie so also, damals. Ich weiß noch, man kann ja für den Advents, für den Adventsmarkt in der Kirchengemeinde, kann man ja Waschbären aus Waschlappen machen. Was? Ja, und zwar muss man nur, ja, das ist ganz einfach, man muss nur... In welcher Kirche bist du? Man muss, ich erkläre... Das ist doch... Aber nur mal, das klingt aber mehr nach Satanssekte als der Kirche, oder? Ein Pfeifenreiniger, diese kleinen süßen. Wäre schön, ist es aber nicht. Ich sag's euch mal. Bitte. Denn ihr seid ganz weit weg. Wer von euch hatte denn früher, als er klein war, eine Modelleisenbahn? Habe ich nie gekriegt. Ich war froh, dass ich mit der Carrera-Bahn von meinem Bruder spielen durfte, Herr Balder. Ist mir klar. Der Reinigungswerk ist ein Schienenputzer für Modelleisenbahn. Oh. Es handelt sich um eine kleine Vorrichtung, die mit einem Reinigungsvlies versehen ist und an der Waggonachse angeklippt wird. Und dann lässt man die Lok losfahren. Der Reinigungszwerg drückt das Vlies auf die Schienen und reinigt sie im Fahren. Ist doch wieder spezial. Jörg Seidel aus Hönow. 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen. Ich auch, ne? Sehr gut. Ich freue mich über jede Frage, die Bernhard Hoeker nicht beantwortet. Vielleicht schafft er die nächste auch nicht. Thorsten Emmermann kommt aus Wiesbaden und möchte wissen, warum laufen in Australien immer mehr Schafe herum, die Haarnetze tragen? Verdammt eitel einfach. Was sind die? Sind so eitel, die Schafe neuerdings. Das ist so, die sind nicht mehr wie früher. In Australien, da ist ja die Sonne so böse, das weiß man ja. Entschuldigung, ich sagte, du isst gerade mit vollem Mund, sprich mal nicht! Ich esse den Apfel, um zu denken. Ich weiß Bescheid. Dann sag es. Ich sagen? Ja. Hallo. Diese Netze sind abgeschlossen. Sie sind aus Stahl, damit die nicht dahin gehen und einfach die Schafe scheren und die wertvolle Wolle klauen. Ich glaube, das ist die Antwort. So ein Schafkeuschheitsgürtel sozusagen, damit nicht, nicht Wollewilderer kommen und die Schafe scheren und mit der Wolle abhauen. Gut, also so ist es. Das macht Sinn. Ich persönlich. Tut mir leid. Ja, mir auch. Also ich wäre immer noch bei den Ozonwerten. Man weiß ja, dass die Sonne da so böse brennt. Ach, stimmt das nicht? Nein. Ach so. Dass damit die keinen Sonnenstich kriegen, haben diese schöne Hütchen. Aber ja, Haarnetze. Aber da wäre ja ein Sonnenschirm besser als ein Schirm. Ich meine, im Netz, also. Ne? Ich habe die wahnsinnigen Haarausfall. Die Schafe. So und damit das nicht wegkommt. Ja. Und die können das vielleicht nicht mehr tragen, weil die so hochgezüchtet sind. Haben die eigentlich die Haarnetze nur auf dem Kopf oder am ganzen Körper? Am ganzen Körper. Die haben Spliss oder so. Also, das, sind nicht so, also das heißt, das sind Netze über den Körper, nicht so Duschhauben sowas. Nee, eben, auch am Anfang bei den Duschhauben. So, dann habe ich aber eine Theorie. Dann machen die mit den Haarnetzen, wenn das am ganzen Körper ist, erzielen die einen Effekt, dass die Haare von den Schafen in einer bestimmten Weise gekräuselt sind. Linksdrehende und rechtsdrehende. Zum Beispiel. Wenn man die dann schert, hat man eine ganz lustige, außergewöhnliche neue Wollart. Zack, kann man so rüber als fertigen Pullover anziehen. Ja. Die Haarnetze, werden die aufgetragen, wenn die geschoren waren und dann wächst die Wolle dadurch? So könnte ich es mir vorstellen und dann geht das Scheren schneller. Das sage ich nicht. Aha. Aber das war aber eine Antwort, die ich klug finde. Das war falsch. Ja, aber so wird's, so würde ich es machen. So wird es auch demnächst gemacht. Das ist ja prima.
Thema jetzt. Dass man praktisch das Haarnetz nur noch mit einem Ruck reißt und hat gleich komplett die Wolle. Die Wolle. Und das tut, im Sack, die kann man direkt... Ja. Aber das tut doch weh. Ja, das ist aber... Nein, aber ganz kurz. Pass auf, ich sag jetzt mal eine neue Theorie. Vielleicht hat es ja auch mit all dem wahrscheinlich gar nichts zu tun, aber das geht mir auf den Sack, dass du hier neben mir so laut Ja, danke, das ist sehr lieb von dir. Also, pass auf, jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt... danke. Warte, es ist ja so... Helge, wenn du die Mütze jetzt aufsetzt, denk dran, dass der ab... Verstehe. Okay. Ja, genau, nicht, dass da der alte Witz sonst zum Tragen kommt, dass er in 5 Jahren beim Friseur ist und die schneiden ihm den Apfel da raus. Ja, genau. So, ich habe jetzt folgende Theorie. Wenn wir jetzt die Haarnetze, egal ob das nach dem Scheren ist oder wenn die schon in voller Montur sind, wenn du aber jetzt ein Haarnetz hast und dann fängst du an, das Schaf zu scheren und kannst danach das Haarnetz praktisch so zusammenraffen, dass du direkt die ganze Wolle in kleinen Säckchen hast und sehr schnell das... Damit du die verpacken Wiese, kannst. Dann muss man danach nach dem Scheren die Wiese nicht saugen. Zum Beispiel. Also es hat praktische Gründe, um danach die Wolle besser verpacken zu können oder versenden, verarbeiten zu können. Liegt da nicht mehr auf dem Boden. Damit da aber nicht irgendwelche Viecher rangehen. Das war doch so zum Beispiel, damit, weil in Australien da ist ja, das ist ja, boah, ja, Sodom und Gomorra in der Tierwelt, was da. Mit so eingeschleppten Spinnen, Ameisen, Schlangen, und sowas. Tiere, die einfach da hingehen, in so einem Schaf sich in der Wolle gemütlich machen, drin wohnen, ne, dann mit dem Dreck liegen lassen, wieder ausziehen. So. Und das muss man alles wieder sauber machen. Und damit da einfach die nicht da reinkriechen, hat man so ein Schutznetz, um das sauber zu halten. Aber die würden ja dann auch durch das Netz, durch die Maschen durchkommen. Das kommt auf das Tier, wie klug das ist. Ach so. Ne? Wenn da so ein blöder Wurm, der denkt so, sieht das Netz, sagt, oh, hat ja keinen Sinn, das hat ja ein Schutznetz an der Schafe und geht wieder weg. Ja, das stimmt, wenn es jetzt ein ganz dünnmaschiges Netz ist, könnte es ein Insektenschutz sein. Ja. Aus welchem Material ist das? Da sagt so ein Wurm ja auch, wenn ich im Knast lebe. Steht das da drin? Weißt du das überhaupt? Das ist ein ganz normales Haarnetz, wie bei der Bundeswehr. Wie du auch hast. Ja. Wie Sie es auftragen, wie abends, ich's bevor auch Sie zu Bett gehen. Ja. Genau. Oder Bernhard. Aber die Schafe tragen das nicht nur beim Militärdienst, sondern auch. Nein, die tragen das auch privat. So. Ja, auch privat. Aber die Schafe tragen das auch nicht, weil sie es selber wollen, sondern weil wer anders das gesagt hat. Das ist allerdings richtig. Und die Schafe haben auch, Quatsch, die Haarnetze haben auch keine unterschiedlichen Farben, sodass es irgendeiner Kategorisierung dienen soll. Also wenn sie unterschiedliche Farben haben, dann aus Zufall. Aber ich glaube nicht. Ist nicht so wie Brandzeichen oder so. Nein. Die rosa Schafe gehören da zu denen und da die blauen. Und da, nee. Und es ist auch nur in Australien. Das haben andere Kontinente nicht. Also hat es was mit dem Kontinent zu tun? Wir wissen es nur von Australien. Vielleicht sind das Beutelschafe und die Angst, dass denen was aus dem Beutel fällt. Ja, Australien. In Australien. Beutelschafe. Schafe. Stehen die auch so? Die hüpfen auch. In Australien ist es ja sehr heiß. Ja, sind eigentlich Kängurus mit dem Pullover. Ja. Und die Hitze, wenn die da so stehen ohne Haarnetz, dann hängen die Haare ja so wild rum. Und dann sticht die Sonne so auf den Rücken. Und wenn die Haarnetze, dann sind die Haare so aufgebauscht. Sie bilden so eine Schutzschicht vielleicht auch noch. Netz mit Aircondition. Ich glaube, das brauchen wir bei den Insekten, um die wiederzufinden. Die haben so ein Haarnetz, wenn die kleine arme Schafe sind, wenn die geschoren sind. So, jetzt laufen die rum, bleiben im Laufe der Zeit irgendwo hängen und dann macht es so. So, und dann geht das Haarnetz auf und wenn dann der Landwirt, ja, der Schafzüchter das Schaf wiederfinden will, dann geht der hin und geht immer diesen kleinen Seil nach. Bis er dann Herr Bunhainur? Ich wollte nur bestätigen, das macht man bei uns in der Altenpflege ja auch oft. Ja, und ich wollte jetzt ein fröhliches Kletten in die Runde werfen. Was? Kletten. Das hebt die Stimmung. Ja. Die Klette an sich, ne? Das sind, kennen wir ja auch. Wir laufen durch den Wald und haben die Kletten gerade in den Haaren. Aua, nicht, aua, aua. Mhm. Ne, du gar nicht, ne. Klette, aua, Kletten. Und die Haarnetze, die weisen, wenn die Schäfchen da so durch die Klettenwälder latschen, spazieren, weisen die Kletten ab und dann hat der Schäfer nicht so viel Theater, wenn er die Wolle weiterverarbeitet, ist da nicht so viel Kram. Aber ich glaube, das ist doch insofern Quatsch, weil da wird man ja kein Haarnetz nehmen, sondern Klettband. Würde ich nicht. Ja, das auch. Nee, aber Herr Schneider hat gesagt, er weiß es. Ja, also. Weiß ich nicht, ob ich es weiß, aber ich könnte mir vorstellen, die Schafherden in Australien sind riesengroß.
Und man kann das, das ist nicht so wie hier, dass mit Hunden die Schafe zusammengeführt werden, sondern mit Hubschraubern beispielsweise. Und die Schafe tragen die Netze, damit sie... Man kann die Netze angeln vom Flugzeug. Besser aussehen oder so. Also ich werde es euch mal sagen. Bitte! Es handelt sich um Schafe, die nicht mehr geschoren werden müssen, sondern ist die Wolle lang genug gewachsen, wird den Schafen ein Protein gespritzt, das die Wollfasern knapp unter der Hautoberfläche der Tiere brechen lässt. Die Schafe bekommen ein Haarnetz übergelegt. Eine Woche nach der Injektion hat sich die Wolle vom Schafskörper gelöst und kann in Gänze abgenommen werden. Wobei, da war ich ja mit der in Gänze abgenommen werden, aber mit Proteinen und Haarwurzeln unter der Haut und Injektion. Da kann man ja nicht drauf kommen, Herr Weiler! Hätte ich aber wissen müssen. Thorsten Emmermann aus Wiesbaden. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Da war ich doch mit. Wir kommen zu Dagmar Kaiser. Sie wohnt in Patenstedt, das liegt in Schleswig-Holstein. Und Dagmar möchte wissen, warum spricht man von der sogenannten Affenschande? Ja, wieder eine Frage für Hohecker. Kennen wir alle. Habe ich euch irgendwas getan? Nein. Uns nicht, aber den zahllosen Zuschauern. Also Affenschande, den Ausdruck kennen wir alle. Warum spricht man von der sogenannten Affenschande? Warum? Tja, das finde ich spannend. Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist eine Affenschande. Was bedeutet das? Etwas Großes. Große Schande. Eine Schande, die für jedermann sichtbar ist. Eine Affenschande. Warum Affenschande? Hat es mit den Fäkalien von Affen zu tun? War es irgendwann mal im Zoo 1849, dass die Affen ausgebrochen sind aus ihrem Gehege? Wann sollte das gewesen sein? 1849. Nein, im Mittelalter, im Dschungel. Da hat der erste Affe versehentlich in den Dschungel gekackt und es war ihm so peinlich, weil ihn alle Kollegen ausgelacht haben, dass man seitdem... Affen haben doch ein sehr ausgeprägtes Sozialsystem. Das heißt, die Schande eines Affen ist eine ganz besondere Schande, die auch deutlich gemacht wird und zu erkennen ist. Wie denn? Der bringt sich um. Der hängt sich dann. Nein. Hör mal, ich habe mal einen anderen Vorsprung. Nennt man Affen nicht auch Rucksäcke? Und könnte es vielleicht aus dem Militär sein, wie die ihre Rucksäcke geladen haben bei langen Wanderungen und haben irgendwas Wichtiges vergessen? Ist es das? Also ist ein Affe ein Rucksack? Hat es was damit zu tun? Nein. Es gibt auch Klammeraffen und... Hat es was mit dem Affen an sich? Cheetah? Wir wissen es nicht. Aber Affe ist ein Synonym für etwas anderes. Es geht nicht um das Tier Affe. Sagen wir es mal so. Könnte sein. Könnte sein. Ah. Dafür liebe ich diesen alten Mann. Ja. Für diese Hilfe. Affenschande. Was aus dem Bergbau? Nennt man diese Loren vielleicht Affen? Nein, aber aus der Zahnindustrie vielleicht. Jetzt hör mal. Beim Zahnarzt. Wir wieden einfach alles durch, was wir eben hatten. Zahnarzt, Bergbau. Wir lassen die einfach jetzt mal reden. Wir unterhalten uns mal unter uns. Ist es nicht so, dass der Oberaffe im Sozialsystem der Affen, wo sich der Bernhard einfach besser auskennt, ich habe da nie gelebt, aber dass man da, dass es mit der Fortpflanzung zu tun hat? Vom Bernhard jetzt oder vom Affen? Ein Affe, der keinen Hof kriegt. Da will ich nicht drüber nachdenken. Ein impotenter Affe. Nein, aber einer, der ein fremdes Kind untergeschoben bekommen hat. Und das ist eine große Schande unter Affen. Ein Idiot. Hat es was mit einer Läuseplage zu tun? Der Affe an sich laust ja gerne und entlaust sich gerne gegenseitig auf dem Affenfelsen. Ja. Hat es etwas damit zu tun mit großen, unhygienischen Zuständen, wo die Menschen in Armut vor sich hin danken? Machen Sie mal weiter. Und ja, ich bin ja gerade dabei, Herr Weiler. Hallo. Und eben eine Affenschande ist, wenn eben nicht genug Hygiene da ist, wenn Armut da ist und die Menschen Kopfläuse kriegen. Weiter. Sie sagen jetzt wieder nur weiter, damit ich mich um Kopf und Kragen rede und Sie sagen dann nur nein. Ja. Das hat damit nichts zu tun. Überhaupt nichts. Vielleicht hat es gar nichts mit Affen. Ist es so eine Wortveränderung? Das ist irgendwie früher, kann er so Appenschande oder so. Und Affen. Das kommt aus der Kirche, wo wir schon mal. Wie hieß es früher? Appenschande. Abschande. Erbschande. Appenschande hieß es. Appenschande hieß es. Wo kommt es her? Hebräisch. Aus dem Jiddischen. Nein. Aus dem Deutschen. Nein. Aus dem Germanischen. Nein. Aus dem Schwäbischen. Nein. Appen. Was könnte Appen heißen? Appen? Appen. Englisch. Englisch.
Appen. Appen. Ein Appenbein. Nein. Appenarm. Atemlos. Die Apnoe taucht. Appen. Appen. Ich muss das Wort wissen und wo es herkommt. Appen. Appen. Das ist eine Alpenschande eigentlich. Wollen Sie jetzt nur die Region wissen, wo das Wort herkommt? Also das ist richtig, wie es vorher gesagt hat, es hieß früher Appenschande. Mit das B ist wie Bertha. Appen. Mit P wie Pertha. Appel. Appenschande ist richtig, aber was hieß es denn? Ja, sag doch noch warum. Oder was heißt es denn? Und wo kommt es denn her? Das muss ich wissen. Ja, ja, das ist mir klar, dass Sie das wissen müssen. Norddeutsch. Wappenschande. Appen. Appenschande. Norddeutschland stimmt? Appenschande. Und heißt? Appen. Scheiße. Appen. 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 Was heißt Appen? Das kommt ihr lieben ohne Sorg, die alle. Das ist eine Appenschande. Ja. Ja, aber was? Ja. Offen, offensichtlich. Offen, richtig. Offen. Ja, jetzt haben wir's. So, eine offene Schande. Appen ist plattdeutsch und heißt offen. Ah, und was ist es denn? Und was bedeutet es dann, eine offene Schande? Eine offensichtliche Schande, die zu sehen ist. Ah, und Sie haben es schon gesagt. Es ist eine Verbannung. Die Damen und Herren, die des Plattdeutschen haben es nicht gemerkt. Das für mich persönlich, muss ich sagen, ganz großes Pech. Ich wollte es von Anfang an sagen. Ja. Ist mir klar. Aber ich kann es nicht beweisen. Natürlich. Die Damen und Herren, die des Plattdeutschen mächtig sind, werden es sofort gewusst haben. Im Plattdeutschen heißt es Appenschande und eine offene Schande. Und daraus wurde im Hochdeutschen Affenschande. Und warum heißt es eine offene Schande? So, ja, offen. Ja, alle einsichtlich. Ja, ganz einfach. Dagmar, es tut mir leid. Mit vereinten Kräften haben sie es geschafft. Wir kommen zu Brunhilde Jebram. Sie wohnt in Flotho. Brunhilde wohnt in Flotho normalerweise, ist heute Abend bei uns. Brunhilde, wo finden wir Sie? Hier. Dort oben. Ganz oben. Brunhilde, herzlich willkommen. Freue mich über Ihre Frage und drücke Ihnen den Daumen, dass Sie 500 Euro mit nach Hause nehmen können. Brunhilde möchte wissen, was ist ein Schlotterkamm? Schlotterkamm? Ja. Kamm, so wie kämmen? Ein Schlotterkamm. Schlotterkamm? Ja. Mit Doppel-M? Ja, mit Doppel-M. Also vom Kamm jetzt, nicht Schlotter. Nee, nee. Das ist vom Parkinson Hahn, beim Hahn. Ganz bitte? Einfach. Parkinson beim Hahn. So. Das ist keine Erfindung. Trotzdem gut, weil der Hahn an sich hat ja einen Kamm und es wird Hähne geben, gezüchtete Hähne, wo der Kamm steht. Und es gibt die klassischen, die auch bei uns auf den Höfen rumlatschen, sehen die, wo der Kamm so runter hängt. Das kommt auch an, wenn der Kamm irrigiert ist, dann ist der, steht er, sonst schlottert er. Ja. Das ist einfach so. Wäre nicht schlecht, wenn wir in der Tierwelt bleiben würden. Aber ach nicht so. Beim Hahn. Weil dann Brunhilde 500 Euro bekäme. Ach so. Ein Schlotterkamm. Moment. Ja, man sagt doch, es gibt doch, man läuft doch manchmal auf dem. Bitte, was? Ist es die Menschenwelt? Die Menschenwelt? Du hast gesagt, in der Tierwelt nicht bleiben, also Menschenwelt? Dann eher Menschenwelt, ja. Aha. Gut, das hilft. Bernhard. Ich glaube, es ist eine bestimmte. Also, es kommt aus der Geografie. Es bezeichnet einen bestimmten Bergkamm, der so steil abfällt, dass man schlotternde Knie bekommt, wenn man da drüber läuft. Oder der so wackelig steht, der Berg. Dass der immer wackelt, wenn man drüber geht. Ein Kamm, ein Schlotterkamm. Was ist denn wenn einer einen Krankenschein hatte und dann zum ersten Mal wieder arbeiten geht, wenn er sich kämmt vielleicht davor. Das ist nicht dürftig, aber die Fragen sind ja auch sehr schwierig. Natürlich. Was es sein könnte, aber vielleicht sind wir ja im Friseurgewerbe. Es ist ein Kamm, aber es ist eben kein fester Kamm, sondern einer, der nachgibt, wo man besonders schön Wasserwellen mit rauskämmen kann. So einer, womit man die Haare bei Gottschalk macht oder so. Hol mal den Schlotterkamm, den kriegen wir nie irgendwie. Diese was ist denn überhaupt Schlottern? Ja, die Frage stellt sich doch schon. In der Wolle, Wolle machen, Pullover. Sag es mal meinem Kammgarn. Satz. Kammgarn. Kammgarn. Kammgarn wird ja hergestellt. Da ist der Schlotterkamm natürlich ganz wichtig. Da
Das finde ich sehr gut. Was macht der denn? Um die Fäden zu kämmen auf dem Webstuhl. Der schlottert, hin und her. Der schlottert immer hin und her, damit, genau, damit das Kammgarn entsteht. Eine Haarbürste für ängstliche Schafe. Nein, vielleicht. Es ist in der Webmaschine. Es ist eindeutig, es muss in der Webmaschine sein. Bürste ist ja kein Kamm, nicht? Das ja stimmt wiederum. Schlotterbürste. Schlotterbürste habe ich jetzt gedacht. Ich wir sprechen von einem Schlotterkamm. Aber vielleicht gibt es bei der automatischen Herstellung von Teppichen oder sowas, wo ein Kamm so reinfährt in die Einzeldinger, macht dann drückt das dann zusammen. Wie macht der am Schluss? Dann wollten Sie das. Funktioniert der dann noch oder ist der schon kaputt? Es kommt drauf an, da gibt es zwei verschiedene Arten. Und zwar ist das. Nee. Vielleicht ist, man sagt, man bekommt einen Kamm, wenn Sie irgendwie die Haare aufstellen, weil ja, man das müssen ja Sie gerade sagen. Aber vielleicht ist Bergkamm gar nicht so schlecht und Schlotter ist ein Fluss. Der Schlotterkamm, das ist eine Region an der Schlotter. Das ist wie der Schatz am Schlotterkamm. Das ist ja dieser Karl-May-Roman, der Schatz am Schlotterkamm. Ja. Der dann später aus rechtlichen Gründen zum Silbersee umgearbeitet wird. Das war eigentlich weil der Maler, der ihn gemalt hat, beschwert hat. Der hatte die Rechte auf den Schlotterkamm. Und der Schatz am Schlotterkamm ist musste das dann. Aber vielleicht wirklich Kamm. Wenn man, also wenn jemand Angst bekommt, richten sich vielleicht Haare auf im Nackenbereich und vor Angst zittert der und deshalb nennt man das Schlotterkamm. Das ist Come as you are, sagt ja der Engländer zum Beispiel. Nee, aber man sagt, da schwillt mir der Kamm. Ja. Also ist Kamm am Ende auch wirklich vielleicht das, was wirklich du hast im Nacken. Aber oder beim Hund vielleicht, dass da sich aber hier die Hausung ja kam. Tierwelt ist es nicht. Also Menschen, wir haben ja Tierwelt ja auch. Menschenwelt. Ja. Menschenwelt, die Welt. Ja, Schlotterkamm. Kamm. Gut, also vielleicht ist es was aus der Landwirtschaft. Also da, was aussieht wie ein Kamm, diese Rechen und was die alles haben oder was hinten auch hinterm Trecker manchmal hängt. Das sieht doch aus wie ein Kamm, um die Erde aufzuwühlen. Die Erde und Schlottern ist einfach der Rhythmus, wie das Ding bewegt wird, damit die Erde schön locker aufgewühlt wird. Heißt sowas nicht auf Pflug? Ja. In der Fachsprache. Aber die Kinder nennen es Schlotterkamm. So, die Kinder nennen es Schlotterkamm. Guck mal, Papa frisiert wieder das Fell. Das ist einfach niedlich. Ihr wisst es nicht. Nein. Ihr seid ganz weit weg. Ja. Ich sage es aus. Ne? Es kommt aus der Medizin. Aha. Und zwar von einem Schlotterkamm spricht der Zahnarzt. War ich bei Zähnen? Nein. Wenn sich infolge von ungünstiger Belastung, zum Beispiel bei einer nicht exakt anliegenden Vollprothese, auf dem Kieferkamm hier unten Weichgewebe bildet, das eine verschiebliche, schlotternde Form annimmt, sind ja keine Zähne mehr drin. Ja. Also wenn man in die Suppe sabbert, kann man sagen, Entschuldigung, der Schlotterkamm. Genau so. Brunhilde, 500 Euro für Sie, da auf die Hand. Ich gratuliere Ihnen. Meine Damen und Herren, es wäre schön, wenn Sie auch 500 Euro gewinnen möchten. Dann schicken Sie uns einfach Fragen ein. Wir können jede gute Frage gebrauchen und Sie können vielleicht jeden Euro gut gebrauchen. Geld für eine neue Prothese zum Beispiel. Ja. Also, wenn Sie Lust haben, genial, dann eben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 10F20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdann.de. Es lohnt sich. Wir haben jetzt zwei verschiedene Sendungen die Woche, also wir geben auch mehr Geld aus und die Chance wird immer größer. Wolfgang Görnitz kommt aus... Ich dachte aus Kölle, aber Kölle da heißt das. Kölle da. Ich dachte, warum haben Sie mir Kölle hingeschrieben? Das heißt doch Köln. Aber es heißt Kölle da. Aus Thüringen. Kölle da. In Thüringen gibt es einen Köln. Düsseldorf da. Also Wolfgang Görnitz möchte Folgendes wissen. Warum haben die Ansichtskarten des Hotels Reichenthal in Thüringen in der Mitte ein Loch? Ja, damit man zu Hause immer so schön sagen kann, da in dem Zimmer habe ich gewohnt. Und damit... Ja, also, das Hotel Reichenthal liegt in Bad Frankenhausen in Thüringen am Kiffhäuser. Und der Durchmesser des Lochs beträgt 12 mm. 12 mm. Ja. Das ist ein rundes Loch.
Ein rundes Loch. Ein rundes Loch, genau in der Mitte. Ja, und wenn die aus Kiffhäusern kommen, dann passt da der Joint genau durch. Ich habe eine Idee. Das ist eine Schallplatte. Genau. Die legt man auf und dann ist dann irgendwie so eine Melodie. Schön war es im Falsch. Hotel. Eine CD? Wie wäre es denn, Falsch. Wie wär's denn, wenn an diesem Hotel ein großer Elefantenkopf angebracht ist und man kann zu Hause, wenn dann die Karte bei den Angehörigen angekommen ist, sagen und dann immer den Rüssel spielen? Yes. Richtig, ne, Herr Balder? Richtig, ne? Stimmt sowas. Nein. Ne? Vielleicht ist auch ein offener Hosenstall drauf abgebildet. Und man kann es gibt viele Sachen, die man da spielen könnte mit dem Loch. Aber ich will sie jetzt nicht alle nennen. Das Gesicht des ehemaligen Besitzers ausgeschnitten. Warum? Weil er hat verkauft oder ist gestorben oder so. Der hat eine Appenschande gemacht. Ja. Hat ein offenes Bein. Und vielleicht ist das ja vorne bedruckt. Ich war im Arsch der Welt, du kannst durchs Loch schauen. Loch ist genau in der Mitte, ne? Bitte? Loch ist genau in der Mitte. Ich weiß nicht, ich glaube nicht so ganz genau. Also jetzt habe ich mal eine ganz praktische Idee. Ja. Wenn die Angehörigen, die Verwandten sich gern, die haben ja, jeder hat doch gerne in der Küche so eine alte Pinnwand, wo man die Karten ranpinnt. Und damit dieses schöne Anblick von dem Hotel nicht entstellt wird durch Reißzwecken an allen vier Ecken, haben die direkt das Loch vorgebohrt. Hier aufhängen. Hier aufhängen, damit der ganze Look des Hotels nicht großartig weitergestört. Und auch wenn einer so einen dicken Nagel hat für die Folge. Wie heißt das Hotel nochmal? Bitte? Wie heißt das Hotel? Reichenthal. Hotel Lochfrat. Reichenthal. In Bad Frankenhausen. Das ist die Mitte Deutschlands. Ist das richtig? Das ist genau in der Mitte. Und deswegen haben die das Loch in die Mitte gemacht, weil dieses Hotel ein Loch ist. Und das steht genau in der Mitte Deutschlands. Das ist das letzte Loch, das Hotel. Der arme Besitzer des Hotels Reichenthal, wenn der uns jetzt zuguckt. Nein, die Frage ist, soll dieses Loch etwas symbolisieren oder etwas bezwecken? Also ich fand das mit der Platte immer noch die beste Antwort. Vielleicht, dass man durchschauen soll, also dass man so das Zimmer mit Aussicht so zum selber oder Schlüsselloch durchgucken und man kann selber so tun, als wäre man im Hotel gewesen und sich die Karte vom Kopf nageln oder so. Hat das auch noch, hat das neben dem Loch noch so einen Riss? Nee. Sonst hätte man so an seinem Bierglas, also. Also ganz dünne Post. Ach so, weißt du, diese Krampe, die da unten immer dran ist. Pilzgläser. Ja, keine schlechte Idee. Hat's nicht, hat keinen Riss. Ganz schlechte Idee. Es sei denn, man macht einen rein. Also, es ist nur das Loch, und zwar in jeder Ansichtskarte. Jeder Ansichtskarte. Die Frage ist, warum ist dieses Loch in der Karte? Ist es richtig? Ja. Ja, klar, weil der Typ, der die Frage eingeschickt hat, 500 Euro mit diesem Loch verdienen wollte. Und da hat der Loch in die Karte gemacht. Nein, nein, das Loch war schon drin, bevor es die Sendung gab. Das und dieses Loch macht jetzt nur Sinn für das Hotel oder könnte das auch, kann man sich das auch woanders vielleicht hinmachen? Ist es ja an so, sich nicht. Vielleicht ist es ja so, dass das irgendwie, aber wo, Bad, wie heißt das, in Bad Reichenau? Nee, Bad Frankenhausen. Gut, das aber wird nicht gerade am Meer liegen, weil ich hatte jetzt den Vorschlag. Also Thüringen ist auch ganz schlecht am Meer. Ja, aber vielleicht ist der Besitzer ja ein ehemaliger Seemann. Und der hat sein Hotel ein bisschen maritim dahergebrezelt. Und da ist ein Bullauge in dem Hotel. Und dieses Loch, das Bullauge, da steht bei Übelkeit hier durchkurs. Das ist dann auch das ist auch praktisch. Ja. Dann macht das nee, auch nichts von alledem. Nein. Überhaupt nicht. In keinster Weise. Ah, ja. Ich finde, wir haben alles Gute gesagt. Geben Sie uns die Antwort. Ich gebe euch die Antwort. Ich habe das Da. Prima. Wissen wir dann? Du weißt es selber nicht. Nein, ihr wisst es dann auch nicht. Aber ich kann nicht mal zeigen, wie diese Karte aussieht. So. Das ist doch nicht in der Mitte. Ich habe eigentlich gesagt, das ist in der Mitte. Ach, das haben Sie wohl gesagt, deswegen habe ich die Schallplatte gesagt. Ein altes Honecker-Bild oder sowas. Kann euch alle sehen. Da ist das Loch drin. Ich sage euch warum. Der Besitzer des Hotels hatte bei einem Maler ein Ölgemälde in Auftrag gegeben. Auf diesem Bild hatte ein Schüler des sehr bekannten DDR-Künstlers Tübke eine Szene aus dessen bekannten Bauernkriegspanorama originalgetreu nachgestellt. Als das Hotel eröffnet wurde, stolperte Herr Tübke, dieser Maler, zufällig über einen Zeitungsbericht. Die Postkarte des Hotels Reichenthal war ebenfalls abgebildet. Auf der Ansichtskarte war auch ein Foto der Empfangshalle des Hotels an der Wand besagtes Ölgemälde. Dem Künstler, Herrn Tübke, missfiel dies außerordentlich.
Er verklagte den Hotelier wegen geistigen Diebstahls. Der wurde tatsächlich dazu verurteilt, das Bild aus der Öffentlichkeit zu verbannen. War nur dumm, dass bereits Tausende von Postkarten gedruckt waren. Und weil der Hotelier ein sparsamer Mensch ist und nicht Tausende von Ansichtskarten in den Müll schmeißen wollte, ließ er einfach Löcher in die Karten stanzen. Und da hing dieses Bild. Und das Bild ist jetzt übrigens an einem Ort, wo es für die Öffentlichkeit nicht sichtbar ist. Und laut Gerichtsbeschluss darf es erst wieder öffentlich gezeigt werden, wenn die Urhebersperrfrist abgelaufen ist, am 28. Mai 2074. Ja. Wolfgang Görnitz, 500 Euro für Sie für diese wunderschöne Frage. Ich nehme an, Sie kennen das Hotel. Viele Grüße. Wir kommen zu Jörg Höbelmann. Er wohnt in Büddenstedt in Niedersachsen. Und Jörg möchte wissen, was ist ein Pariser Augenring? Ein Pariser Augenring? Ja, ein Pariser Augenring. In Paris gibt es ja einschlägige Etablissements, Lido. Und es gibt ja gerne mal einen Bus aus Marienheide, wo die mal so richtig vom Kegelclub in Paris krachen lassen. Und wenn dann Onkel Egon sich von der Gruppe getrennt hat und kommt dann in den Bus zurück, dann kriegt er von Else einen richtigen Augenring verpasst. Müsste es ja dann nach Ihrer Theorie zumindest auch einen Hamburger Augenring geben, zum Beispiel. Gibt's vielleicht auch. Nein. Gut, vielleicht, da ist die Stadt wahrscheinlich zu klein zu. Und jetzt Pariser bin ich Augenring, Entschuldigung, bitte. Ganz kurz, damit wir weiterkommen. Ja. Pariser Augenring ist ein Ring, also eine Straße, und da sind die ganzen Augenkliniken. Nicht? Augenring an sich, denn wir haben ja gerne mal Augenringe. Ja, oder so. Und ein Kondommonokel quasi. Auch schön. Ich habe nur gedacht, Paris, Assoziation, ja. Eiffelturm, natürlich. Also ist es ein Augenring in Form des Eiffelturms. Und es gibt noch andere Ringe, aber Augenringe, die heißen anders, weil sie irgendwie Pyramidenringe oder Domringe. Ah, Kölner Domringe, ja. Wie auch sehr immer. Schön, ja. Die, es geht um die Art, wie die Äderchen verlaufen bei Augenringen. Und wir sind... Entschuldigung. Sehr gerne. Beim Hautarzt. Nein, wir sind nicht beim Hautarzt. Ich glaube, vielleicht ist es eine olympische Disziplin, das Pariser Augenringen. Also es ringen. Ich weiß jetzt aber. Wie soll das denn funktionieren? Das weiß ich nicht. Ja, aber ich habe nachgedacht. Pariser Augenringe. Ganz einfach. Du bist 2, 3, 4 Tage in Paris, findest kein Hotel und lasch Tag und Nacht durch Paris. Ja. Kommst du nach Hause mit solchen Augen? Ich rede aber nicht, von den Pariser Augenringen. Ich habe gefragt, was ist ein Pariser Augenring? Ja, aber das ist wirklich, ich möchte mal auf diese Kondomgeschichte zurückkommen. Das ist einfach ein Sexualschutz für Voyeure. Ja, wenn man Schlüssel noch abklebt, zum Beispiel. Das ist richtig. Wie funktioniert der denn? Wie funktioniert? Aufsetzen und sich wohlfühlen. Das ist so ein Plastiktropfen, den man ins Schlüsselloch tun kann, so irgendwie zum Beispiel. Damit keiner durchguckt. Die jungen Leute tackern sich doch gerne heute. Was machen die? Die jungen Leute, die tackern sich doch gerne alles zu irgendwie so. Irgendwie überall Blech im Kopf und... Das finde ich gut! Ein Augenring, die Pariser durch... Dieser Augenring ist irgendwie das neueste Stadtbrandzeichen auf dem Stirn. Eine Augenklappe reinpiercen, so irgendwie. Ja. Einfach so. Ich glaube, dass das gar nichts mit Augen zu tun hat jetzt. Die Fragen sind so schwer, das kann gar nichts mit Augen zu tun haben. Doch, ich weiß es. Und zwar ist das ist bei der Guillotine der Ring, wo man den Kopf reinlegen muss. Und das geht ganz schön ins Auge, wenn dann... Das Eine Wurst. Was? Eine Wurst? Eine Wurst? Ja, aus also Paris. Ein Kringel aus Augen. 200 Gramm Pariser Augen. Schlimme Augen. Kann auch man sagt ja auch. Nicht umsonst, auch die Augen isst man mit. Ja. Ich glaube, ich sage euch, was es ist. Waren wir mit irgendwas nah dran? Überhaupt. Helge, wie viele Instrumente spielst du? Eine ganze Menge. Ne? Ich spiele 2 Instrumente, die einen Augenring haben. Ach, jetzt sind wir ja. Du, Spielst du Geige? Ich wollte gerade sagen, bestimmt Geige. Pariser Augenring. Das könnte mit dem Holz zusammenhängen. Also, Pariser Augenring. Ich habe es hier.
Ich zeige es euch, wenn ich es aufkriege. Ich krieg's auf. Also. Aha. Das hier, ihr Lieben, ist ein Geigenbogen. Ganz klar. Ich aber weiß. Danach wurde ja nicht und gefragt. Das hier ist das der auch, Pariser Augenring. Das Äußere. Eine besondere Verzierung am Griff des Bogens angebracht. Ein rundes Perlmuttblättchen, das Auge, das von einem schmalen Ebenholzring umsäumt wird. Das Ganze wird von einem Silberring umrandet. Pariser Augenring deswegen, weil diese Art der Verzierung ihren Ursprung in Paris hat. Dort befand sich die bedeutendste Schule, in der die Kunst des Bogenbauens welches unterrichtet Jahrhundert? Wurde. Das spielt keine Rolle, es interessiert mich aber überhaupt nicht. Sie Jörg überhaupt Höbelmann hat soeben 500 Euro eingesackt. Ich gratuliere recht herzlich. Pariser Augenring. Markus Itjen wohnt in Cuxhaven und möchte wissen, was ist ein Rohrhügel? Ein Rohrhügel? Ein Rohrhügel. Rohrhügel. Ein Vogel. Pickel auf dem Pimmel. Gar nicht weiter. Das ist unsere Antwort. Nächste Frage. Pickel auf dem Pimmel. Oh, Herr Doktor. Herr Doktor, ich habe so einen Rohrhügel, der juckt so. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Das finde ich aber echt blöd, dass hier Fragen gestellt werden, wo Betroffene dabei sind. Ja. Letzte Woche beim Arzt ist nicht lustig. Das kann ganz schön jucken. Ja, es ist vor allem finde ich es schön, dass die Frau von Sinn für diese Antwort so einsetzt. Richtig. Das gefällt mir außerordentlich. Es weil ist dieses kein Problem werde ich eher nicht haben. Nein, natürlich nicht. Müssen Sie auch nicht befürchten, weil... Ist das nicht schön, Herr Balder? Falsch. Kann ich mich nicht einfach mal vom Herzen wie ein Kind darüber freuen? Natürlich. Aber es stimmt trotzdem nicht. Rohrhügel. Wir alle kennen ihn. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass wir ihn alle kennen. Vielleicht ist das am Ende, wenn man Rohre zusammensteckt, dann ist ja eine Seite immer ein bisschen dicker. Und wenn man da so drüber streicheln würde, dann würde das so einen leichten Hügeleffekt ergeben. Und das ist der Rohrhügel, das Ende vom Rohr, wo nachher das Rohr tal... streichelt man ja auch jeden Tag des Öfteren über so ein Rohr... Hohecker schon. Das ist, ist das ein Gulli? Wieder vier. Ein Gulli. Sie gucken mich manchmal an, Herr Balder. Aber warum soll denn ein Gulli ein Rohrhügel sein? Ja, passt sein? Jetzt passen Sie mal auf. Ja, jetzt bin ich gespannt. Rohr. Die Kanalisation besteht ja wohl aus Rohren. Und ein Gulli ist ja wohl ein Zugang zur Kanalisation, die aus Rohren besteht. Ja. Und ein Gulli ist jetzt nicht wirklich ein Hügel, ich gebe es zu. Eben. Prima. Aber könnte einer sein. Wir haben alle jeden Tag damit zu tun, ne? Nein, wir haben nicht jeden Tag damit zu tun, aber ich bin sicher, dass hier auch im Studio und auch die Damen und Herren zu Hause und ich auch und von euch vielleicht auch jeder, ich weiß es nicht, mindestens ein oder zweimal im Leben damit zu tun hatte, vielleicht sogar haben wird, vielleicht gerade gestern. So, wo war ich gestern? Ich glaube es bei euch nicht und bei mir auch nicht, aber könnte doch sein. Hat es was mit Vegetation zu tun? Es gibt ja Bambusrohr, Schilfrohr. Ist das also ein Hügel, der sehr stark bewachsen ist? Also, oder ein Hügel. Wir treffen uns um 12 auf dem Rohrhügel. Ne? Bringen was zu essen mit. Ich sag's. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich stelle jetzt erstmal eine Frage. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt wieder alle lügen und sagen, habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie gesehen. Wie mal wieder lügen? Ich habe in dieser Sendung noch nicht einmal gelogen, Herr Balder. Ich schon oft. Ja, aber. Hat jemand von euch schon irgendwann mal in seinem Leben Minigolf gespielt? Ja! Oh, das ist... Oh, schön! Da gibt es einen Hügel, auf dem ein Rohr befestigt ist, wo man den Ball durchschießen muss. Da bin ich noch nicht einmal durchgekommen. Das ist ein Rohrhügel. Markus Itjen aus Cuxhaven, 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen sehr. Der berühmte Rohrhügel. Ich habe Samstag noch gespielt. Ich habe ja gesagt, vielleicht gerade erst vor ein paar Tagen. Aber bis dahin bist du gar nicht gekommen, ne? Wenn du das spielst, ist das aber Golf, oder? Ja. Nee, aber ich krieche hinterher und bin dann ein Zwergreiniger. Okay, jetzt wissen wir das auch. Ja, es war sehr interessant und wir haben viel Geld ausgegeben. Das freut mich besonders. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Das war genial daneben. Schönes Wochenende.